Herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man in Adobe Photoshop CS4 ein Auto tiefer legt. So, dafür habe ich mir jetzt einfach ein Auto geöffnet. Ihr könnt natürlich ein Auto nehmen, was ihr wollt. Nur bei den Sportwagen wirkt das nicht ganz so schön. Das wirkt dann übertrieben. Ich habe jetzt einfach mal eine Samikra genommen. Und wir fangen erstmal an. Erstmal öffnen wir Lasso-Tool oder Pylon-Lasso-Tool oder magnetische Lasso-Tool. Ich nehme jetzt einfach mal das Pylon-Lasso-Tool, weil ich mit da am besten mitarbeiten kann und fahre jetzt grob die Konturen erstmal des Autos nach. Das spielt übrigens keine Rolle, ob das nur seitlich oder eine perspektivische Ansicht ist. Wichtig ist, dass ihr einmal rundherum fahrt. Was ich hier gerade mache, ist, um das möglichst gerade ist, die Shift oder beziehungsweise die Umschalttaste gedrückt zu halten, damit das schön gerade wird. Jetzt gerade ein bisschen blöd, weil die Reifen so schräg stehen, aber es macht jetzt erstmal nichts. Jetzt drücken wir Steuerung bzw. auf der englischen Tastatur Command C und duplizieren das, was wir gerade ausgewählt haben. Und mit Steuerung V fügen wir das Ganze auf einer neuen Ebene wieder ein. Und wir sehen, der untere Teil ist weg, ist nur der obere. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten, freies Transformieren. Drücken mit den Pfeiltasten nach oben, nach unten, weil höher legen tut man normalerweise ein Auto nicht. Und wir sehen, das Auto ist, wirkt schon tiefer gelegt. Jetzt können wir da natürlich noch einiges dran machen, die Farbe ändern und sowas. Aber ich glaube, das reicht erstmal, um einen groben Einblick darüber zu erhalten. Wenn euch meine Videos gefallen oder auch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über Kommentare freuen, über Bewertungen und wenn ihr meine Videos abonniert und weiter empfehlt. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.